So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Zweitkanal. Und da es heute regnet und ich gerade nicht weiterarbeiten kann, dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt einfach mal schnell ein Video auf nebenbei. Es gibt nämlich eine sehr spannende Geschichte zu erzählen, die in den letzten Monaten passiert ist. Und ihr seht es auch schon am Titel. Ich wurde mal wieder von einem Lost Place Besitzer kontaktiert. Ich versuche es mal in einer Ultra-Kurzfassung wiederzugeben. Ja, es handelt sich um einen Lost Place, wo ich vor vielen, vielen, vielen Jahren war. Und es ist auch ein relativ unspektakulärer Lost Place gewesen. Hat auch nicht wirklich viele Aufrufe bekommen. Habe ich auch nie wieder gerechnet, dass ich mit diesem Video irgendwann nochmal irgendwas zu tun habe. Außer wenn man es dann irgendwann mal sich nochmal anguckt oder so. Aber ich habe nie gedacht, dass man da jetzt irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für bekommt. Ist halt ein komplett offener Lost Place gewesen. Runtergerockt und ja, im Prinzip hat kein Hahn danach gekräht. Ja, auf jeden Fall bis vor einigen Monaten, denn da wurde ich zuerst auf Instagram von einem Zuschauer angeschrieben und der hat mich gefragt, ob ich denn auch wegen diesem und jenen Lost Place eine E-Mail bekommen habe vom Besitzer. Und da meinte ich, nö, habe ich nicht. Und zwei Tage später habe ich dann auch diese E-Mail bekommen. Und zwar ging es darum, ich habe ja eine lange PDF-Datei geschickt bekommen. Im Prinzip sollte ich irgendwas unterschreiben, dass ich diesen Lost Place nicht nochmal besuche, dass ich das Video offline nehme. Ist ja alles schön und gut, hätte ich auch kein Problem damit. Ich hätte so oder so nichts unterschrieben, aber da ich das Video offline nehme und nicht nochmal zu dem Lost Place gehe, okay, ist ja selbstverständlich. Aber es gab noch eine dritte Bedingung, die ich unterschreiben sollte. Und zwar sollte ich glaube, binnen einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, ob es eine Zahlungsfrist überhaupt gab. Auf jeden Fall sollte ich einen Schadensersatz von 15.000 Euro zahlen, weil ich auf diesem Lost Place war. Und als ich gelesen habe, dass es um Geld geht, dachte ich schon so, oh nee, der kommt mir jetzt hier irgendwie mit 400 Euro oder 250 Euro, wo man denn so hin und her gerissen ist. Ah, zahlt man das jetzt, damit man seine Ruhe hat? Oder, ja, geht man den rechtlichen Weg? Ja, aber nee, es ging direkt um 15.000 Euro. Und das Witzige ist, bei so einer hohen, irrationalen Summe ist ja sofort klar, dass das Ding durch ist und man definitiv nicht bezahlt. Und man einfach nur lacht. So, ich habe auf jeden Fall das direkt mit einem Kollegen besprochen. Habe dem das geschickt, der halt auch diesen Lost Place kennt und da auch schon war und so weiter und auch ganz gut in der Urbex-Szene vertreten ist. Und der hat mir dann gesagt, dass ihn auch schon zwei, drei andere Leute angeschrieben haben, die exakt den gleichen Brief bekommen haben. Also dieser Lost Place-Besitzer hat einfach, ich glaube, 10, 15 Urbexer kontaktiert und wollte von denen 5.000 Euro pro Kopf haben. Und in meinem Video war noch jemand anderes zu sehen und in meinem Impressum steht noch eine Person. Und deswegen war er der Meinung, da sind jetzt drei Leute für verantwortlich und deswegen will er jetzt 15.000 Euro, 5.000 pro Kopf. Von anderen Leuten wollte er 35.000 Euro haben, von anderen nur 5.000. Also ich würde schätzen, seine Summen, also seine Forderungen gingen wahrscheinlich so roundabout zwischen 100 bis 150.000 Euro oder so. An alle Urbexer. Wegen, als Schadensersatz, weil wir auf dem Lost Place waren. Also ihr müsst euch das vorstellen, dieser Lost Place ist komplett offen. Man kann da einfach rauflaufen. Es sind teilweise Türen und Fenster gar nicht mehr vorhanden. Es ist komplett entkernt. Es ist ein leerer, wertloser Lost Place, wo ihr einfach rein und raus gehen könnt, wo nichts kontrolliert wird, wo kein Wachschutz ist, wo keine Schilder stehen. Streng genommen weiß man gar nicht, wo genau fängt jetzt eigentlich befriedeter Grund an und wo hört er auf. Ist nicht ersichtlich. So. Seiner Meinung nach haben wir Sachbeschädigung begangen. Wir hätten Sachen geklaut. Und aufgrund unserer Videos und Fotos im Internet, also ich spreche jetzt für mich und alle anderen Urbexer, hätten wir andere Leute dazu motiviert, auch diesen Lost Place zu besuchen und ihn auch zu beschädigen und Sachen zu klauen. Und deswegen möchte er halt diese 15.000 Euro haben. Ja, also Fakt ist, wir haben überhaupt nichts beschädigt und wir haben überhaupt nichts geklaut.
weder im Video noch ohne Video. Also wir haben diesen Lost Place uns einfach nur angeguckt, wie jeden normalen anderen Lost Place auch. Erschwerend dazu kommt auch noch, dass dieser Lost Place Besitzer selber vor einigen Jahren schwere Drogenprobleme hatte und Leute selber auf das Gelände und in den Lost Place gelassen hat, gegen ein bisschen Geld auf die Hand, schwarz natürlich, unversteuert. Ja. Kann sich daran aber nicht mehr so wirklich erinnern, weil er halt komplett unter Drogen stand. So, jetzt hat er teilweise Leute, die er gegen Geld vor ein paar Jahren auf das Gelände gelassen hat, jetzt abgemahnt mit mehreren tausend Euro. Es ist absolut willkürlich und nicht rechtens, logischerweise. Und ja, motiviert andere Leute dazu, dort auch hinzugehen, haben wir natürlich auch nicht, weil in dem Video, so wie in jedem anderen Video auch, gar nicht ersichtlich ist, was das für eine Location ist. Wir wissen, es ist nicht mehr ersichtlich, um welches Bundesland oder um welches Land es sich handelt, generell, um welchen Staat. Also wie soll ich denn jemanden motivieren, zu einem Lost Place zu gehen, wenn ich im Video gar nicht sage, was das für ein Lost Place und wo der ist? Und auch gar keine Ansätze im Video da lasse, wo man spekulieren könnte, ah, das ist jetzt da und da, weil man das und das sieht. Also es ist vollkommen anonym. Ja, ihr merkt schon, lange Rede, kurzer Sinn, es ist absoluter Quatsch, diese Forderung und auch die Vorwürfe. Ich habe dann dieser Person auf jeden Fall trotzdem zurückgeschrieben und meinte sinngemäß, pass auf, ich habe mich nicht strafbar gemacht. Der Videodreh ist schon weit über 3-4 Jahre her. Das heißt, jeglicher Hausfriedensbruch wäre sowieso schon verjährt, wenn überhaupt einer vorliegen würde, was auch gar nicht vorliegt, weil diese Person selber Leute auf das Gelände gelassen hat gegen Geld. Und ob er mich damals darauf gelassen hat oder nicht gegen Geld, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Ist aber theoretisch möglich, aber ich will es gar nicht jetzt so in den Raum werfen. Ich habe nichts beschädigt, ich habe nichts geklaut und ich habe auch niemanden dazu motiviert, diesen Lost Place zu besuchen. Höfnis aus Kulanz nehme ich das Video offline. Ich werde aber auch nichts unterschreiben und auch nicht zahlen. Das, was er da macht, nennt man Erpressung. Und ich habe ihm gesagt, sollte er die Forderung weiterhin aufrechterhalten, werde ich ihn wegen Erpressung anzeigen. Und sollte er mich anzeigen, aufgrund von den ganzen Delikten, die er da aufgezählt hat, würde noch falsche Verdächtigung dazukommen. Und noch schönen Tag und auf Wiedersehen. Damit dachte ich, ist das Ding jetzt halt erledigt. Jo, hast du aber gedacht. Kurz darauf kam eine weitere E-Mail. Also ab der zweiten E-Mail habe ich gemerkt, ich schreibe da mit einer Person, die, glaube ich, geistig nicht ganz gesund ist, sehr viel Wirrwarr schreibt, gar nicht auf meine Argumente eingeht, sondern komplett frei erfundene Fakten als Argumente verwendet. Und wenn ich wirklich jedes seiner Argumente hätte widerlegen müssen, müsste ich jedes Mal 1-2 Stunden E-Mails verfassen. Deswegen habe ich dann gemerkt, okay, das ist Willkür, was hier gerade passiert. Ich habe ab dem Punkt dann nur noch die E-Mails ganz grob überflogen. Mir wurde auch jedes Mal eine ellenlose PDF-Datei mitgeschickt in so einem Pseudo-Anwaltsformat, was aber aussah, als wenn mein 3-jähriger Sohn das in Word geschrieben hätte, aber es wurde so auf Krampf immer irgendeine Aktennummer und Aktenzeichen und so eine peinliche Formatierung, als wenn es von der Anwaltskanzlei kommen würde, was es halt nicht tat, verwendet. Ich habe die PDF-Dateien dann nur überflogen, ob da jetzt mal irgendwas Neues, Relevantes drinsteht, aber es wurde einfach nur immer abstrakter und willkürlicher. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe die zweite E-Mail dann einfach komplett ignoriert und nicht mehr geantwortet. Währenddessen parallel haben mich auf Instagram immer mehr Urbexer kontaktiert und ich habe auch über meinen Kollegen immer mehr Infos bekommen, dass immer und immer mehr Leute von dieser Person abgemahnt wurden und inzwischen auch Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Aufgrund dieser Abmahnung, die er rumschickt, wegen halt Betrug und so weiter. Und dann haben wir ein bisschen über den Lost Place und diese Person recherchiert. Und so langsam ist dieses Kartenhaus von dieser Person zusammengefallen. Es hat sich nämlich herausgestellt, und das wusste ich damals schon,
Vor vielen, vielen Jahren, auch wir, als wir zu diesem Lost Place gegangen sind, beziehungsweise kurze Zeit danach, ist der Lost Place-Besitzer angeblich ins Ausland abgetaucht wegen Steuerflucht, weil er sehr, sehr hohe Steuerschulden hat. Es gab ja noch mehrere Zeitungsartikel über den Lost Place. Der hat da richtig, richtig viel Scheiße gebaut. Er hat diesen Lost Place gekauft. Er hat sich nämlich kein bisschen um die Verkehrssicherungspflicht gekümmert, hat deswegen zahlreiche Abmahnungen bekommen, hat sich um andere Forderungen der Kommune und anderen Institutionen ist er nicht nachgekommen. Es kamen immer mehr Steuerschulden, immer mehr Abmahnungen, immer mehr Strafen und am Ende hatte er, ich glaube, Schulden in mehrfacher Millionenhöhe und ist ins Ausland abgetaucht. Er wird von der Polizei gesucht und ist jetzt anscheinend wiedergekommen, hat aber keinen festen Wohnsitz, pendelt zwischen zwei Städten die ganze Zeit hin und her. Es gibt einen offenen Haftbefehl gegen ihn angeblich. Und jetzt verschickt er die ganze Zeit E-Mails an irgendwelche Urbexer, um Geld reinzubekommen. Ob er damit jetzt seine Schulden begleichen will oder ob er damit einfach nur sich ein neues Leben irgendwo aufbauen will, keine Ahnung. Es gab tatsächlich Urbexer, die waren leider so naiv und haben dieses Geld bezahlt. Und es ging anscheinend auf ein französisches Konto. Also er hat nicht mal ein deutsches Konto angegeben, es ging irgendwo ins Ausland. So, dieses Geld ist jetzt wahrscheinlich weg. So, auf jeden Fall haben wir immer mehr und immer mehr ist dieses Mosaik langsam vollständiger über diese Person geworden. Mir war natürlich absolut klar, dass ich diese Person nicht weiter beachten werde und auch die E-Mails nicht mehr beantworten werde. Allerdings haben mich dann irgendwann immer und immer mehr Örwechser auf Instagram angeschrieben und auch per E-Mail. Und ich dachte mir so, woher wissen die denn alle, dass ich mit dem auch Stress habe? Und da hat sich herausgestellt, dass der Lost Place Besitzer einfach meine E-Mail gescreenshottet hat, an alle anderen Urbexer geschickt hat, außer an mich, und hat dazu eine Rechtfertigung geschrieben. Weil ich habe ja dazu geschrieben, pass auf, ich werde ihn wegen dies und das anzeigen, wenn er seine Forderung nicht, wenn er seine Forderung aufrechterhält. Und das ist Willkür und das ist sittenwidrig, was er macht und so weiter. Und dann hat er meine E-Mail an alle anderen geschickt. Also er hat meine E-Mail gescreenshottet und an alle anderen Urbexer geschickt und hat sich dafür gerechtfertigt, dass das nicht so ist, was ich schreibe. Obwohl die ja gar nicht wussten, was ich schreibe. Es ist also, ihr merkt schon, also da läuft nicht alles so ganz rund. Ja, blöderweise hat er damit natürlich vollkommen gegen den Datenschutz verstoßen und gegen das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Das hatte ich dann auch, als es vor ein paar Monaten war, das halt, habe ich das auch mal recherchiert. Das ist halt natürlich eine richtig, richtig saftige Strafe, die auch ganz, ganz schnell zu einer Haftstrafe werden kann bei sowas. Für E-Mails gilt natürlich das gleiche Briefgeheimnis wie für richtige physische Briefe. Weiß ich nicht, ob ihm das nicht bewusst war. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben mir die ganzen Urbexer das denn geschickt und weitergeleitet und ich habe gesehen, dass er einfach meine private E-Mail-Adresse, meine privaten Daten und den Inhalt meiner privaten E-Mail zwischen ihm und mir an alle anderen Urbexer geteilt hat. Und es kam dann kein Schuldeingeständnis von ihm oder so, sondern ja, seine Forderung wurde aufrechterhalten, inzwischen mit einer Deadline. Ich habe ihm dann geschrieben, so sinngemäß, pass auf. Sie haben sich an dem so und so vielten strafbar gemacht. Sie haben gegen das und das Gesetz verstoßen. Sie haben einfach meine private E-Mail und meine privaten Daten weitergeleitet. Dafür ist ein erheblicher Schaden bei mir entstanden. Allein schon, ja, weil ich belästigt wurde. Meine Daten jetzt im Internet rumgehen und so weiter. Ist halt ein erheblicher Schaden für mich und auch für meine Firma. Und ich habe jetzt einfach den Spieß umgedreht und meinte, dass er jetzt die nächsten Tage einen Brief bekommen wird mit einer Abmahnung von mir in Höhe des Schadensersatzes, den er jetzt mir zugefügt hat. Ich hatte auch gegoogelt, ich glaube, es ging um 180 Tagessätze oder so, was normal ist als Strafe bei so einem Vergehen. Habe das dann irgendwie mal auf sein Gehalt hochgerechnet. Wir waren dann natürlich auch im höheren fünfstelligen Bereich irgendwo und habe ihm das geschrieben. Und es bleibt bei der Abmahnung und ich hab ihm ein Angebot gemacht,
dass ich ihn nicht anzeigen werde wegen Betrug, Betrugsversuch, wegen Erpressung, wegen Betrug, wegen falscher Verdächtigung und jetzt natürlich auch schon wegen Datenschutzverstößen. Wenn er jetzt sofort aufhört, alle anderen Urbexer zu belästigen und die Personen, die bereits bezahlt haben, denen das Geld zurücküberweist, dann würde ich ihn nicht anzeigen. Dieses Angebot habe ich ihm gemacht. Das wurde natürlich wieder komplett ignoriert. Er hat dann irgendwie auf irgendeinen Tag XY eine Deadline gesetzt und meinte, wenn wir bis dahin nicht bezahlen oder mit ihm in Verhandlungen gehen, dann würde er das alles der Polizei übergeben. Das Witzige ist, er kann es gar nicht der Polizei übergeben, denn sobald er zur Polizei geht, würde er sofort festgenommen werden, weil es halt einen offenen Haftbefehl gegen ihn gibt. Das ist ja das, was wir ihm auch die ganze Zeit versucht haben, verständlich zu machen. Junge, wir wissen, dass du mehrere Millionen Euro Schulden hast. Wir wissen, dass du keinen festen Wohnsitz hast. Wir wissen, dass du auf der Flucht bist und es einen offenen Haftbefehl gegen dich gibt. Und wir wussten, dass du die letzten Jahre im Ausland auf Steuerflucht warst. Wir wissen alles über dich. Das ging dann so tief, dass ein anderer Urbexer einen Kumpel bei der Polizei hat, der hat irgendwie in die Akten von ihm geguckt und so weiter und hat gesehen, dass er sowieso schon von ganz vielen anderen angezeigt wurde. Er hat damals irgendwie den Wachschutz nicht bezahlt, er hat Bauarbeiter nicht bezahlt. Er hat, ich will nicht sagen Hunderte, aber es sind wahrscheinlich Hunderte offene Forderungen, Anzeigen und Anklagen gegen sich, die alle aktuell auf Eis sind, weil er halt pendelt ohne festen Wohnsitz. Und diese Person möchte nun von allen anderen halt sich Geld erpressen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe bestimmt um die 10 E-Mails von ihm bekommen mit 10 PDF-Dateien, teilweise 10 Seiten lang, mit den abstrusesten, ich habe es ja gar nicht mehr gelesen, ich habe es ja nur noch überflogen, mit den abstrusesten und kafkaeskesten Forderungen und Formulierungen und Interpretationen, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Er hat teilweise sich gefühlt alle meine Videos angeguckt auf meinem Kanal und dann kamen plötzlich Sachen wie, als ich meine Osmo Pocket verloren habe, habe ich ja einen Spendenaufruf gemacht, wo ich zusammen mit euch, mit der Community, Geld gesammelt habe, um mir eine neue Kamera zu kaufen. Und dann meinte er, dass ich mich strafbar gemacht hätte, weil ich meine Zuschauer dazu motiviert habe, mir Geld zu geben, um weiterhin Straftaten zu begehen. Das heißt, ihr seid Mittäter, weil ich von euch Geld bekommen habe, um eine Kamera zu kaufen, um mit dieser Kamera Hausfriedensbruch zu begehen. Und das ist eine Straftat und deswegen macht ihr euch auch strafbar. Dass ich das Ganze jetzt seit 8,5 Jahren mache und noch nicht ein einziges Mal verurteilt wurde, wird natürlich komplett außer Acht gelassen. Dass ich mich noch nie in 8,5 Jahren wegen Hausfriedensbruch strafbar gemacht habe, ist vollkommen egal. Dass ich eventuell von meinen hunderten Lost Places Genehmigungen von den Besitzern geholt habe, steht natürlich komplett außer Acht. Ist ja vollkommen irrelevant, wird gar nicht weiter geforscht, wird gar nicht weiter beachtet, dass ich vorher mal einen Nachbarn oder gefragt habe, der mir die Kontaktdaten zum Besitzer gegeben hat, ich den Besitzer kontaktiert habe und er mir eine Genehmigung gegeben hat oder ich das Land oder die Kommune kontaktiert habe und für alle meine Lost Places Genehmigungen habe. Vollkommen egal, dass ich eventuell alle Aufnahmen vor über 3 Jahren erst gemacht habe und die Videos erst nach 3-4 Jahren rausbringe, sodass der Hausfriedensbruch sowieso schon verjährt ist, vollkommen egal. Ihr habt euch strafbar gemacht, weil ihr mir Geld gegeben habt. Aber Leute, es wird noch abstruser. Es gibt eine Spieleentwicklungsfirma, die heißt Unknown Worlds. Die gehört irgendwie zu Subnautica oder so und die haben... Die haben irgendwie ein Spiel, das heißt Subnautica, das ist relativ bekannt. Die gehören dann irgendwie nochmal zu einem anderen Publisher. Aber auf jeden Fall gibt es eine Firma, die heißt Unknown Worlds. Die haben halt auch den YouTube-Kanal /Unknown Worlds. Deswegen musste ich Unknown Worlds TV nehmen. So, jetzt hat dieser Typ mir geschrieben, weil ich Unknown Worlds heiße auf YouTube, würde ich mich als deutsche Zweigstelle des internationalen Spieleunternehmens Unknown Worlds ausgeben und ob die das denn überhaupt wüssten, dass ich so tue, als wenn ich deren deutscher Vertreter wäre, weil ich mich ja auch so nenne. Das wurde
mir noch quasi vorgeworfen, dass ich so tue, als wenn ich ein Spielepublisher aus England wäre. Ja, und aufgrund der ganzen Straftaten, die ich natürlich begehe und filme, wäre es ja ein leichtes für ihn, alle meine Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch und natürlich auch YouTube, mit einem Klick sperren zu lassen. Das wäre ja gar kein Problem. Er würde da mal kurz Google kontaktieren und mal kurz Metaverse. Ja, und mal kurz Amazon, die ganzen Besitzer von den Plattformen, die ich eben genannt habe. Da würde ein Brief reichen und die würden sofort alle meine Kanäle sperren. Aber wenn ich jetzt die 15.000 Euro bezahle, dann ja, dann würde er nochmal ein Auge zudrücken und mich nicht sperren lassen. Also das habe ich gelesen beim Überfliegen. Den Rest habe ich gar nicht mehr gelesen. Ich habe vielleicht 10% von dem, was er mir geschickt hat, wirklich gelesen. Den Rest habe ich mal kurz überflogen, ob da irgendwas Neues, Brisantes drin steht, aber nee. Also er hat irgendwie alle meine Videos durchgeguckt, alle meine Websites, alle meine Social-Media-Kanäle. Er war auch der Meinung, ich hätte seinen Lost Place auf Twitch und auf Instagram geteilt, was ich gar nicht gemacht habe. Ist absoluter Bullshit. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich natürlich nicht gezahlt. Ich habe ihm auch nicht mehr geantwortet. Und dann kam der Deadline-Day. Und dann hat er einen Tag später wieder eine E-Mail geschickt und hat den Deadline-Day wieder um 2 Wochen verschoben oder so. Und hat währenddessen immer wieder fleißig E-Mails an alle Urbex und alle in CC genommen und hat geschickt. Also es ist wirklich so eine Art Axel Ingo 2.0, was hier gerade passiert. Ich dachte wirklich, what the fuck? Es gibt einen Axel Ingo 2.0, der hier gerade mit mir schreibt. Genau auf diesem Niveau war das. Ja, dann ist der zweite Deadline-Day immer näher gekommen, auch verstrichen. Und dann hat er plötzlich eine E-Mail geschickt von wegen so, nehmt mich endlich ernst. Das ist kein Spaß. Ich möchte echt endlich von euch ernst genommen werden. Das ist eine schwerwiegende Straftat, die ihr gegangen habt. Das ist kein Spaß von mir. Nehmt mich endlich ernst. Als ich das gelesen habe. Leute, es ist das einzige Schöne war, dass ich darüber ein Video machen kann. Ich kann jetzt noch ein bisschen Geld wegen ihm verdienen damit. Und ich habe herzlich gelacht. Naja, auf jeden Fall, zweiter Deadline-Day verging, keiner hat mehr geantwortet, er wurde, glaube ich, zahlreich angezeigt. Vielleicht wurde er inzwischen auch festgenommen von der Polizei, ich weiß es nicht. Die Kommune wurde auch informiert, wo sein Lost Place steht. Die wissen natürlich auch von gar nichts von seinen Forderungen und ja, er lässt den Lost Place immer mehr verkümmern, immer mehr vergammeln. Da gibt's auch, glaube ich, irgendwas, was unter Denkmalschutz steht, worum er sich nicht kümmert. Da hat er auch gegen das Gesetz verstoßen. Die Kommune würde am liebsten sich darum kümmern, darf es aber nicht. Es ist gerade sehr, sehr heikel da alles. Und ja, das ist jetzt alles ein paar Monate her. Keiner hat mehr geantwortet. Er hat nichts mehr geschrieben bisher. Es kam keine Anzeige. Ich denke mal, dass er jetzt wieder untergetaucht ist. Wahrscheinlich hat er 5.000 oder 10.000 Euro ergattert, ist jetzt damit wieder untergetaucht und in ein paar Jahren wird er vielleicht wieder herkommen. Leute, ihr glaubt nicht, womit ich jeden Tag mich rumschlagen muss hier auf YouTube. Naja, danke auf jeden Fall fürs Zusehen, danke für euren Support, bis zum nächsten Mal. Ciao.